waren nicht nur die Kinder in Mölln froh, dass sie mal wieder etwas zu Karneval machen konnten, sondern auch die Eltern. Endlich konnten sie wieder durch das Dorf ziehen und an den Haustüren klingeln und um eine Mettwurst oder ein Ei bitten. Oberschlumpf Annika Müller-Wulff hatte alles im Griff. Eingeladen hatte die Dorfgemeinschaft die Kinder, die in insgesamt 6 Gruppen durch das Dorf zogen. Der Unterschlumpf guckt gar nicht. So. Da kommt auch noch ein Einhorn. 1, 2 und... Hey! Die ersungenen Süßigkeiten wurden nach dem Rundgang im Pfarrheim von allen Kindern gesammelt. Nach der gerechten Aufteilung konnte die bunte Schar der Jungen und Mädchen dann ihre Beute abholen. Ein schöner Nachmittag für die Kleinen des Dorfes. Und Petrus ließ die Jecken auch nicht im Stich.